Hallo und willkommen zurück zu Wonderboy in Monster World. Ich bin ein Idiot. Ich brauche nochmal die Oasisstiefel. Wir müssen nochmal zur Pyramide zurückkehren. Denn wir haben das Pygmy-Schild vergessen. Also ich hab's vergessen. Oh ja. Oh ja, der Drache kann uns sehr hilfreich sein. Er wird uns sehr hilfreich sein. Mit der Pygmy-Rüstung sind wir nicht gerade sonderlich stark. Aber das sollte kein Problem darstellen, wenn wir mit den Drachen bei uns haben. Oh ja. Er ist angriffslustig. So, zack. Zack. Zack, zack. Wunderbar. So kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. So soll das sein. So. Und zwar lassen wir uns von der Klippe jetzt runterfallen. Ich weiß aber nicht, ob der Drache uns dann noch folgen wird. Sagen wir es so, ich hoffe es. Wir sind nämlich beim rechten Eingang noch nicht reingegangen. Und das war unser Fehler. Denn im rechten Eingang ist das Schild. So, wir sind bei der Klippe und Geronimo. Ah, der Drache folgt uns sogar. Das ist ja mal herrlich. So, Skorpione. Immer noch 3 Treffer. Und der Drache räumt auf. Hey. So. Meine Güte. So, Pyramide. 1, 2, 3. Ganz rechts. Wir gehen rein. Und hier ist eine Truhe mit dem Pygmy-Schild. Ganz genau. So, jetzt ist der Drache weg. So. Das ist der Mitteleingang. So. Und hier ist wieder der linke Eingang, wo wir hoch müssen. Denn wir waren nicht in der Gaststätte, in der Herberge gewesen vom Drachendorf. Begonia. Darum werde ich jetzt den Weg noch einmal einschlagen. So, hoch mit uns. Ja, und dann haben wir das Spiel auch schon zu einem Dreiviertel geschafft, würde ich sagen. Ich möchte aber als Magie noch meinen Feuersturm haben. Okay, bringt nicht wirklich viel. So, und hier wieder bei den Typen da aufpassen. So. Ey. Meine Güte. Gucken. Weil so groß ist der Schild nicht, dass er unseren Kopf schützen kann. Von daher sollten wir mit Bedacht vorgehen. So. Blöder Fels. So. Jupp. Jupp. So. Wunderbar. 1,6 haben wir. Und da sind wir wieder. So, ich möchte nochmal gucken, was es hier zu kaufen gibt. Hier gibt es einmal ein Flammenschild für 8000. Und
Eine Flammenrüstung für 10.000. Habe ich nicht so viel Geld. Aber werde ich mir noch holen. So, jetzt erstmal hier ausruhen. Für 30 Gold. Genau, übernachten. Genau. So. Guten Morgen. So, dann gehen wir nochmal zurück zum Drachenältesten. Damit wir uns den Enkel mitnehmen. Und dann geht es in den, ja, in den nächsten Dungeon quasi. Ja, das hatten wir schon. So. Gut. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, was es mit der Pygmy-Armor zu tun hat. Wir gehen erstmal hier raus und hier ist ein einsames Häuschen. Um den Vulkan zu betreten, musst du in den Raum neben dir eintreten. Aber dazu brauchst du folgende Gegenstände. Das Pygmy-Schwert, das Pygmy-Rüstung, Pygmy-Schild und Pygmy-Stiefel. Du hast alle Gegenstände gefunden. Du darfst eintreten. Und wir werden winzig. Und ja, können unsere Ausrüstung nicht mehr ändern. Magie schon, Ausrüstung nicht. Ja, und jetzt sind wir halt Pygmy Wonderboy, Pygmy Shy. Also Winzling Shy quasi. Und wir können den Vulkan in der Minitür eintreten. Betreten. Wir wollen hier nicht eintreten. Rechts ist zu, also nach links. So. Wunderbar. Hier haben wir schon mal eine Truhe mit Powermagie. So. Aber wir lassen hier ziemlich viel Geld fallen. So. Jawohl. Super gemacht, Drache. So. Mit dem linken Schalter öffnen wir die rechte Tür. Und dann müssen wir uns so durch den Vulkan vorarbeiten. So. Auch die Lava tut uns nicht instant töten. Aber die macht Schaden. So, Achtung. So. Die Schlangen geben noch mehr Geld. Sehr schön. So. Wunderbar. Na. So. Hier, Schöpfer. So, Plattform brauchen wir jetzt, um hier rüber zu kommen. 1, 2. Geldsack. Gut. Und drüber. Und drüber. So. Zack, zack. So, Plattform. Und hinüber. So, das wäre dieser Weg. Jetzt geht's weiter tiefer. Jetzt ist links zu, also müssen wir nach rechts. So.
So. Das war das. So. Sind wir auch rüber. Na. Wunderbar. Noch einmal. Mann, du sollst mich nicht treffen, du Arsch. Eieiei. Das ist hier was. So. So. Okay. So. Jetzt hier rüber, hier rüber. Wir haben noch sowohl das Elixier als auch einen Heiltrank. Obwohl ich denke, eins benutzen zu müssen. Oh, schieb's doch nicht immer auf mich, den Gegner. So, also Feuer bringt hier so gut wie fast wenig. Um nicht zu sagen gar nichts. Besser. Erdbeben. Mhm. So. Gut. Da geht's dann hoch. Allerdings ist hier noch ein Raum. So. Hoch. Rüber. Über die Stacheln, über die Stacheln. Über die Lavagrube. So. Feuervogel besiegen. Jetzt mache ich hier einfach mal Blitz und dann ist gut. Und hier Fake. Denn hier gibt es das Herz. So, wir haben wieder zwei Herzen jetzt zur Verfügung. Und jetzt geht's hier links weiter. So. Autsch. So. So, Nummer 1. Vorsicht, Vorsicht. So. Das war das. Jetzt ist das aktiviert. Und damit kommen wir dann rechts weiter. Es ist ziemlich unpassend, dass es gerade jetzt anfängt zu laggen. Bei mir zumindest. So, hier jetzt rüber. So, wunderbar, wunderbar. Gut. Oh, ein kleines Herz. Das ist doch herrlich. Und nochmal Geld. So. Beide Ausrüstungsgegenstände könnte ich mir jetzt kaufen. So. Na? Ganz genau. So, Geld und Geld. Sehr schön. Wunderbar. Und Herz. Das ist herrlich. So, jetzt geht's nochmal weiter runter. Wenn wir hier rausgehen würden, kämen wir zurück zur Stadt. Ach Quatsch, das wollte ich. So. Das müssen wir jetzt machen. So. Und wie immer das gleiche Spiel, hätten wir unser Elixier verbraucht, wäre genau in der Truhe dort vorne das nächste gewesen. Wir haben es aber nicht verbraucht, also von daher kriegen wir... Na was, Freunde? Was kriegen wir? Wir kriegen ein Herz, das uns vollständig heilt. So. Und es geht hier rein.
So, Nummer 1. Und hier ist die Boss-Tür. Aber Moment, er kommt wieder. Gibt es nochmal ein bisschen Geld für mich. Donner ist verbraucht. Dann mache ich mal da Power hin. Und wie soll es auch anders sein? Der Endgegner ist ein Riesendrache. So. So. Und die altbekannte Musik. Die Drachentötungsmusik. So, zack und zack. Und zack. Ich sagte zack. So, und wir haben's. Ah, herrlich. So, und wir kriegen eine Feuerurne. Sehr schön. So. Erstmal zurückverwandeln. Aber mit der Pygmy-Rüstung können wir noch zwei Dinge erledigen. Und zwar noch zwei Herzen holen. Ja, und dann sehen wir weiter. Erstmal gehen wir zurück, die neuen Gegenstände kaufen. So, und zwar Nummer 1 den Flammenschild. 8000. Und für 10.000 die Flammenrüstung. So, können wir ausrüsten. Nützt uns überhaupt nichts, aber macht nichts. So, und Stiefel, können wir Keramikstiefel machen. So, sieht doch genial aus, oder? Was sagt ihr dazu? Gut, gehen wir zum Schmied. Mit der Feuerurne kann ich ein Schwert mit der alten Axt kreieren. Es wird einige Zeit brauchen. Der Älteste wollte vor einer Weile was von euch. Wollt ihr ihn nicht besuchen gehen? Ja, okay, gehen wir. Gehen wir. Das, der Entscheidungskampf ist nun in eurer Hand. Nachdem ihr das legendäre Schwert vom Schmied erhalten habt, geht zum Glockenturm im Purple Castle und haltet das Schwert in himmelwärts. Möget ihr erfolgreich und sicher zurückkehren. Wir zählen auf euch. Jetzt hast du schon verraten, was wir bekommen. Gemein. Ja. Und der Schmied ist auch fertig. Es ist fertig. Hier hast du das legendäre Schwert. Sieht das nicht geil aus, Freunde? Mit dem Stern. Und oh. Und damit sind wir jetzt übermächtig. Und hier tun wir uns nochmal ausruhen. So, als nächstes. Ja, zwei Herzen fehlen, wie gesagt, noch. Und zwar drei Herzen fehlen noch. Vier Herzen. Vier Herzen fehlen noch. Und ich weiß jetzt auch, wo alle sind. So, ich möchte bloß mal schauen. Hier gab es nämlich noch einen Laden. High Potion, 5000 Gold. So, jetzt haben wir den stärksten Trank erhalten, den es im Spiel gibt. Und zwar den High Potion. Klein machen wollte ich mich, ganz genau. So. Achso, ja. Ja, habe ich doch. Hör auf zu reden. Hör auf zu reden! So. Und ein Schild haben wir im zweiten Dungeon vergessen gehabt. Das möchte ich auch noch holen. Können wir auch als Kleiner erledigen. Ist kein Problem. So, erstmal besuchen wir erneut die Pyramide.
So. Aber wir haben die Pygmy-Stiefel an. Das heißt, wir dürfen den Sand nicht betreten. Und die Gegner sind jetzt ein Zacken blöder, sage ich jetzt mal. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir klein sind. Aber egal. Wir können einfach drüber springen. Sehr schön. Gut. Mit dem kleinen Wonderboy gehen wir zurück zur Pyramide. So. Okay. So. Wir müssen bloß zu den Statuen kommen. Genau hier. Dann kommen wir hier hoch, hier oben raus. Und wir können uns... Na. Hierhin bewegen. Dann geht's hier runter. Und hier durch. So. Hier gibt es nun vier Türen. Wir fangen an. Mit der ersten Tür. Geld. So. Dann gehen wir hier. Wir machen systematisch jetzt. Ein Charmstone. Das ist auch der Charmstone, den wir brauchen für das Herz in Purple. So, dann hier hoch. Links, rechts. Auch hier gibt es wieder Geld. So. Gut. Als nächstes hier rechts. Auch hier gibt es wieder Geld. So, zweimal müssen wir es noch. So. Ne, einmal noch. Und zwar einmal hier Geld. Und hier Geld. Wo war jetzt das Herz? Okay, dann war es doch anders. Zumindest haben wir jetzt hier den Charmstone. Und wir benutzen Magie, um zu returnen. Aber an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.